So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Evoland. Ah, ich bin hier gerade, wir sind hier immer noch im Dungeon und es war verdammt schwer hier anzumoderieren, während wir hier angegriffen werden, möchte ich mal ganz kurz anmerken. Kann ich hier? Nein, da kann ich nichts machen. Wir sind hier gerade, ja, wie gesagt, im... Oh Gott! Immer noch im ersten Dungeon unterwegs. Und ich muss mich hier ein bisschen durchfriemeln. Das Ganze haben wir ja aber in der letzten Folge schon mal gemacht. Das war ja alles soweit ganz gut machbar, bis ich dumm gestorben bin. War das hier? War das? Ich glaube nicht, nein. Ich... Okay, hier durch. Hier müssten wir auch easy durchkommen, oder? Ja, wundervoll. Wundervoll. Und... Genau, ich erinnere mich. Ich meine, dass wir hier drauf gegangen sind. In diesem Raum. Der ziemlich fies ist. Kann ich... Ah, Fledermaus, komm. Geh aus dem Weg. Das ist auch sowas, was ich gelesen habe, was bei dem Spiel ziemlich angeprangert wird, dass teilweise das Gegnerplacement, so wie hier zum Beispiel, ziemlich fies ist. Und das ist teilweise... Oh, wir kriegen den Bossschlüssel und der ist da hinten am Eingang. Okay, cool. Das heißt, du müsstest ja besiegt sein. Gut, damit haben wir schon mal die ganzen Feuerdinger ausgeschaltet. Jetzt sind nur noch ein paar Fledermäuse und Skelette. Das sollte eigentlich machbar sein. Zumal wir hier ja auch den ein oder anderen Lebensdrop kriegen. Hier zum Beispiel. Wundervoll. Komm, kannst... So, zack, wunderbar. Das heißt, wir können jetzt nicht den kompletten Weg zurücklaufen, sondern kriegen einen Shortcut. Danke, Spiel. Sehr nett. Will ich hier ganz kurz noch gucken, ob wir hier noch Pots da haben. An denen wir uns ein bisschen heilen können. Ja, haben wir. Oben vielleicht noch einer? Nein, den habe ich schon geholt. Gut, dann sind wir aber trotzdem fast full life. Und wie es aussieht, können wir jetzt direkt zum Boss. Oder nicht, oder doch? Oh ja. Komm, die Wand sieht doch mega verdächtig aus, da kannst du mir nichts sagen. Ich habe Zelda gespielt. Ich weiß, wie verdächtige Wände aussehen. Die Macht des Bösen vor uns ist stark. Hoffentlich ist es nicht noch ein furchtbares Monster. Vielleicht ist es dieses Mal ja niedlich. Ich will dich nicht verunsichern oder so, aber ich glaube nicht. Da kommt etwas. Hier kommt ihr nicht vorbei. Hey, das sieht ja aus wie ihr, Daro. Ist das ein echter Feind oder bloß ein Schatten? Was auch immer es sein mag, wir haben keine andere Wahl, als es zu bekämpfen. Können wir ihn... Ja, wir... Nein, können wir nicht. Konnte ich ihn... Bin mir nicht sicher, ob ich ihn gerade damagen konnte. Was ist das für ein fieser Angriff? Aua! Das ist voll gemein! Okay. Kann ich... Oh. Wir haben auch keine Invis-Frames, gell? Also, ich weiß nicht, ob wir die nur noch nicht freigeschaltet haben, aber... Ah, musste man den... Genau, so ging das. Richtig. Wie gesagt, ich habe vor 20 Jahren mal ein Let's Play dazu angeguckt. Oh, Leben. Aber an das meiste erinnere ich mich nicht mehr. Oh, die Fledermaus. Come on. Okay, wir schaffen das. Ich glaube an mich und die Macht der Karten. Und die Macht von unserem Protagonisten. Kannst du bitte hier so... Genau. Wunderbar. Ein halbes Leben hat er noch. Oh, das hat mich getroffen. Nice. Wunderbar. First try.
Was? Hat doch gut geklappt. So, was bekommen wir dafür? Eine epische Kamerafahrt natürlich. Und legendäres Schwert. Sieht schwer, aber dafür sehr cool aus. Erinnert es euch an einen alten Helden? Natürlich. Jetzt guckt mal hin. Das ist natürlich Clouds Schwert. Ich spüre frische Luft von draußen. Ich glaube, wir haben den Ausgang der Noria-Mine erreicht. Schnell zu meinem Dorf. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Und hinaus. Was schalten wir hier frei? Nix. Moment, ich muss nochmal ganz kurz. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob... Nein, ob das so soll. Wir haben 3D-Kämpfe freigeschaltet. Halte durch, bis die vierte Dimension eintrifft. Oh. Und Freunde, ihr könnt mir nicht sagen, dass das nicht mega cool aussieht. So vom Artstyle. Das sieht mega cool aus. Und auch die Karte ist jetzt nicht mehr so linear. Was seid ihr für Gegner? Ach, das sind Zumbas. Aber auch sehr cool, dass man die jetzt auch so ein bisschen in 3D eben sieht. Das sind tatsächlich Zombie-Gumbas und keine Gumbas, die Zumba tanzen. Da können wir? Wunderbar. Level 5 für Keris. Das ist super. Irgendwie kommen wir hier nicht vorwärts. Kann das sein? Kann Daro vielleicht mittlerweile auch eine Technik? Die? Nein, natürlich nicht. Immerhin sind die ganzen Gegner One-Hit. Dann heil uns mal. Und ansonsten ist es... Läuft es in 2D-Kämpfen trotzdem nur aufs Button-Mashen hinaus, ne? Da kommt man nicht drum rum. So, wo ist denn dein Dorf, Keris? Vermutlich da oben, wo die Dürre ist. Wo wir hin müssen. Warum auch immer ich gerade eben im Kampf davor den einen Zumba nicht one-hitted habe, den habe ich irgendwie nur 29 Schaden gemacht und den anderen mache ich die ganze Zeit 32. Das not compute. I don't get it. Ich wollte nur ganz kurz gucken. Was zum Geier? Es sind Super Mario Röhren-Zombies. Die... Oh. Oh. Versuch mal wegzulaufen. Das ist jetzt tatsächlich nicht so cool. Ah. Wir haben vorgerenderte Hintergründe freigeschaltet und es sieht echt so aus. Eine neue, viel detailliertere Art der Darstellung. Es sieht tatsächlich aus wie in, keine Ahnung, Ocarina of Time oder so. Endlich sind wir zurück. Hoffentlich geht es allen gut. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen wurde. Reicht die Kraft des Kristalls aus, um uns zu retten? Na, erstmal möchte ich mal speichern. Wer bist du denn? Willkommen in Aogai. Unser Dorf stand einstmals in voller Blüte und jetzt... Ha, schaut es euch bloß an. Der Mana-Baum schützte einst das ganze Land, doch jetzt ist etwas Mächtiges zur schwarzen Zitadelle zurückgekehrt und hat den Mana-Baum befallen, um die Ödnis zu verbreiten. Ich befürchte, bald wird ganz Aogai verschwunden sein. Und damit ist es nicht zu Ende. Womit? Mit dem Verschwundensein oder mit Aogai? Wird geladen. Sehr gut. Ich habe in letzter Zeit beunruhigende Gerüchte gehört. Man sagt, dass selbst der heilige Hain im Süden der Verderbnis angefallen ist. Anheimgefallen ist. Dort, das war so ein wundervoller, ruhiger Ort. Wenn das stimmt, fürchte ich, es gibt keine Hoffnung mehr. Na, das will ich doch nochmal sehen, ob wir da nicht was retten können. In die vorgerenderten Gebäude kann ich nicht rein. In die vorgerenderten Gebäude kann ich nicht rein. Was haben wir denn hier? Unruhiges Kind! Er rennt den ganzen Tag lang herum. Willst du mich bitte nicht durch die Gegend schieben? Danke. Wir haben teurer Händler. Es gibt doch immer Leute, die von einer kleinen Krise profitieren. Und wir haben Kartenspieler. Seid ihr spielbereit? Und da werden wir gleich das erste Mal das Kartenspiel ausprobieren. Was ich leider auch gar nicht mehr im Kopf habe. Heutzutage findet man nicht leicht Zubehör. Ich habe dennoch eine günstige, solide Ausrüstung erstanden. Ich glaube, ich brauche die Phoenix-Daune. Nein, ich möchte nicht zum Hauptmenü. Tab war das, genau. Kann ich? Wie benutze ich die Phoenix-Daune?
Wohl so gar nicht. Okay. Dann muss ich ein Gasthaus finden, schätze ich. Die Ruinen von Zarutnak im Nordosten bergen zahlreiche Schätze und ebenso viele Gefahren. Ihr scheint nett zu sein, also gebe ich euch Rabatt auf sämtliche Knochenflickerei, wenn ihr dorthin aufbrecht. Ah, oder hierhin. Spielstand speichern tun wir auch gleich. Und nein, immer noch nicht. Tab ist das Menü. Das ist... Warum auch immer. Oh, guck mal da links, wie die Gebäude versunken sind in der Stadt. Hier kommen wir wieder raus, oder was? Bevor wir aufbrechen, müssen wir mit meinem Onkel sprechen. Über seinem Haus schwebt ein großes Luftschiff. Er ist also leicht zu finden. Ein großes Luftschiff, sagst du. Okay. Ich nehme das mal einfach so hin. Dann wollen wir erstmal das Kartenspiel ausprobieren, würde ich sagen. Ich liebe doch Doppelzilling. Nicht nur macht das Spielen selbst, sondern auch das Suchen der Karten Spaß. Die meisten sind zwar ziemlich leicht zu finden, doch die allerbesten sind gut versteckt. Nur zu gerne würde ich eines Tages einen kompletten Satz sehen. Okay, das heißt, hier können wir tatsächlich gar nicht spielen, oder wie? Was auch immer passiert, wir dürfen nicht verzagen. Wenn ihr auf eine nette Partie Doppelzwillinge aus seid, seid ihr bei mir goldrichtig. Dann spielen wir mal auf einfach. Ich hätte vielleicht nach den Regeln fragen sollen. Okay, was passiert? Ah, und jetzt muss ich... Ah, ich sehe. Jetzt kann ich quasi den hier hinlegen. Und die Zahl, die anliegt, ist größer als die Zahl, die bei ihm anliegt. Aha. Moment. Ah, nein, 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 nein. Ich kann doch... Muss die Zahl größer sein oder reicht gleich? Weil dann könnte ich jetzt hier zwei auf einen Schlag. Aber sie muss größer sein. Okay. Schade. Aber ich kann mit dem hier da oben zwei auf einen Schlag holen. Und kann jetzt damit... Okay, das ist echt cool gemacht. Doch, das, das gefällt mir. Das ist ein cooles Spiel. Diesmal hattet ihr ganz schön Glück. Freigeschaltet Kartenspieler. Ihr habt eine Runde Doppelzwilling gewonnen. Na, dann will ich... Ich will nochmal eine Runde spielen. Das war ein cooles Spiel. Dann haben wir jetzt Mittel freigeschaltet. Ich werde... Vermutlich... Oh, der... Was ist das für eine broken Karte, die der da hat? Was mache ich hier? Mache ich hier einfach so eine... Nicht in die Mitte? Ich weiß es nicht. Aber 6-6 ist schon hart. Das war wahrscheinlich gar nicht klug, den mit 5 in die Mitte zu legen, ne? Das war nicht mein hellster Moment. Mal ein bisschen vorausschauen spielen. Ne? Kann ich? Nee, hier, da hole ich nichts mehr, die Runde. Aber es ist ja... Oh, guck mal, damit hole ich sogar zwei. Aber bringt mir trotzdem nicht mehr viel. Ja. Nee, da hab ich komplett falsch angefangen. Einmal noch, komm. Einmal will ich noch. Am besten legt man ja am Anfang eine Karte, die leicht zu erobern ist, rein, oder? Wenn ich jetzt sag, keine Ahnung, 5, 4, 3, 4, 4, 4, den vielleicht? Den müsste ich von allen Seiten erobern können. Genau. Kann ich mir den jetzt einfach, wenn ich... Ah, den kann ich dann... Der ist aber von oben schwach. Kann ich einfach den hier anlegen, den Zumba. Ja, eine ziemlich solide Karte zu sein scheint. Oh, der... Dinoranja, das ist ein... echten Namen, ich vergessen habe.
Aber dann kann ich die Schildkröte von oben angreifen. Das ist ein echt cooles Kartenspiel. Oh, da hat er mich. Aber ich kann mit dir. Oh, guck mal, so gut. Dem kriege ich beide hier. Kriegt der damit? Nein, damit kriegt er keinen. Und ich kriege hiermit noch einen. Und damit gewinne ich. Nice. Sehr cool. Sehr cool. Aber ich schätze, dass wir für den schweren Schwierigkeitsgrad noch ein paar stärkere Karten brauchen. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass wir noch ein paar Karten bekommen. Beziehungsweise bekommen können, die auch stärker sind. Er hat ja gesagt, die stärkeren sind auch gut versteckt. Dann würde ich aber sagen, schauen wir uns hier in der nächsten Folge ein bisschen weiter um. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.